Guten Morgen, Internet. Willkommen zur allerersten Sendung, zur allerersten Folge von dieser tollen Morning Show. Zusammen mit der Kelly. Und mit Sturmwaffel. Perfekt. Jeden Morgen um 6.30 Uhr, montags bis freitags, geht es jetzt für euch vor der Schule, vor der Uni, vorm Job oder sonst wie was los hier. Und ihr könnt gemütlich zum Frühstück diese wunderbare, sinnfreie, sinnvolle Sendung genießen. Richtig geil. Schöner Start an den Tag bestimmt, unsere Gesichter zu sehen, oder? Wie ist es denn jetzt schon? Ist ja der erste Tag, meine Güte. Wir haben ja die wunderbare Möglichkeit bekommen hier von Funk, diese coole Sendung zu machen. Da gibt es auch noch ganz viele andere Formate. Vielleicht kommt auch noch mal welche Internet rüber. Von ZDF. Oh, wir sind öffentlich recht. Wir dürfen jetzt alles sagen. Wir dürfen Kollegen grüßen und alles machen, weil wir jetzt Kollegen haben, glauben wir. Ja, wir haben auch ein ganzes Team, aber dazu kommen wir ganz, ganz, ganz später. Denn erstmal hier der Opener. Zum ersten Mal. Und über was ich mich besonders freue, Freddy, ist halt einfach, dass wir einen verdammten Studiohund haben. Der Fritze! Wir sagen so viele Sachen. Hundi. Er ist sogar gerade so gechillt. Da dachte ich so, was? Mein Name? Das hier, guck mal, da sieht man den jetzt auch bestimmt. Hallo. Hallo, Hundi. Oh, hi. Schau mal. Guck, und der ist auch echt. Also der hat auch eine nasse Nase und alles Mögliche. Und weil du jetzt schon stehst, Kelly, das ist nämlich ganz gut, wenn du den Hund klaust. Kelly, nein. Kelly, aus. Auch Hundi. Guck mal, Liebe und Zuneigung von Mrs. Vlog. Wer hätte es gedacht? Er guckt aber nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Hadi. Willst du aber, sobald du jetzt schon mal unterwegs bist, erstmal natürlich ein Leckerli darfst du dem ja noch geben, weil stimmt. Wir sind natürlich hier voll versorgt. Hast du gut gemacht. Danke für die Klicks und die süßen Aufnahmen. Und du stehst jetzt schon, das heißt, wir können ja schon mal zusammen so ein bisschen rumgehen und rumgucken. Sollen wir links von links nach rechts oder von rechts? Lass mal von rechts nach links, das macht, glaube ich, mehr Sinn. Genau. So, da haben wir Fernseher, ganz viel Uhren, weil wir brauchen Wecker. Die Zeit. Und außerdem haben wir hier eine Tafel. Da können wir draufschreiben, zum Beispiel. Was für die erste Sendung? Ein gutes Wort zur ersten Sendung. Stichwort der ersten Sendung. Dann können die Leute nicht nur unter dem Hashtag GMI was schreiben, sondern vielleicht auch einfach ihr Lieblingswort mal dazu schreiben im Laufe des Tages. Oder uns vielleicht einen neuen Stift bestellen und den an folgende Adresse schicken. Der ist nicht mal voll aufgeladen, weißt du? Wie sollen wir denn da was schreiben? Oh nein! Das ist unsichtbar. Da sind noch mehr Sachen drin. Aber nein, das ist aber nicht nur zum Schreiben, sondern hier kommt auch Fanmail drauf, wenn ihr uns also was schicken wollt. Hier haben wir schon was. Hier steht drauf, hey, liebe Kelly, ich bin ein großer Fan von dir und ich gucke alle deine Videos. Du bist die lustigste und beste YouTuberin. Ich würde mich über einen Autogrammkarte von dir freuen. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Liebe Grüße, deine Aleja. Oh, das hab ich geschrieben. Doch niemand. Das warst du, ne? Aber die große Frage ist, kriege ich meine Autogrammkarte? Ich hätte nämlich gerne eine. Ich schicke die an Aleja aus Berlin. An Aleja? Aleja. Und Aleja sitzt dann so zu Hause. Was? Was ist das für eine random Autogrammkarte? Warum steht hier eigentlich Leben? Gabala, Gabala, okay, funktioniert. Hallo, funktioniert. Weil der anscheinend nicht funktioniert, können wir aber was mit Ton machen. Und du bist schon ganz gut dabei. Ja, denn stimmt. Wir haben nämlich noch ein spannendes Studiospiel vorbereitet. Und da können wir uns nämlich mal ein bisschen um funktionierenden Sound kümmern. Ja. Und dir nicht irgendwie so ein bisschen Leben, das sich einfach nur im Kreis dreht, auf die Schallplatte stellen. Und deswegen watschen wir nochmal darüber und spielen jetzt unser wunderbares Spiel gleich. Ja, Spiel! So, jetzt sitzen wir wieder hier, haben alles schön fertig wieder eingeräumt, umgeräumt, obwohl das Leben steht immer noch auf der CD. Aber es geht heute um das erste Spiel, was wir gegeneinander spielen und auch zusammen. Und zwar YouTuber oder Tier. Direkt verkackt. Fast schon falsch. Aber ihr wisst, was wir meinen. Und dafür kriegen wir jetzt von unserer wunderbaren Regie, die wir auch noch gar nicht vorgestellt haben. Regie Netschi. Wir haben noch gar nicht vorgestellt, die Leute hier. Das kann doch gar nicht wahr sein. Ey, was für Witze. Das schieben wir einfach noch mit rein. Ist auch Tomate. Da kriegen wir jetzt wunderbare kleine Snippets. Und diese Ausschnitte oder diese Laute, die wir hören, müssen wir zuordnen, ob das denn ein YouTuber ist oder ob das ein Tier ist. Und insgesamt machen wir ein Best of 10, würde ich sagen. Ne? Ja? So, der Erste, der 5 hat, gewinnt. Spielen wir gegeneinander oder miteinander? Du hast gesagt, wir spielen gegeneinander und miteinander. Ja, deswegen war ich jetzt weil verwirrt. Es gibt keine Verlierer. Es ist wie Bundesjugendspiele. Ach, geil, okay. Genau. Geil. Gut. Ich würde sagen, wir sind ready. Wenn ihr ready seid, dann macht der kleine Mann hier vorne und gibt einen Daumen nach oben und fangt an. Okay, wir sind voll ready.
Das ist ein YouTuber, 100 pro. Das war echt. Weißt du, wer? Nee, weißt du wer? Ja, natürlich. Echt? Ja. Dena! Dena! Nee, Dena lacht anders, der macht immer... So, Felix, vielleicht, wenn er mit dir zusammen Felix, unterwegs ist. Ja, der lacht nicht, der hat dafür nicht die Kraft, der schneidet viel zu viele Videos, der ist noch nicht ganz so dabei. Scheiße. Okay, dann können wir mal, ja? Das ist irgendeiner aus dem ApoRed-Clan. Das ist Leon Mascher. Ich sag Leon Mascher. Echt? Ich sag Leon Mascher. Ich sag Dena. Du sagst Dena. Was ist es, Regie? Dominik Porschen. Das hätte ich aber wissen müssen. Hey, das war eine Katze. Das ist auf jeden Fall eine Katze. Oder es ist so ein Trickgeräusch, das kann auch sein. Ich will auch gerade sagen, weil so, ich sag einfach YouTuber, damit wir es anders haben. Ja. Weil ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie so ein krasser Psycho ist, der irgendwie so ein Dena. Wieder Dena, der wieder Katzengeräusche macht. Es ist eine Katze. Katze! Ach komm, ich probiere voll die Mindgames rauszuhauen. Okay, 2-1. Das ist mein Siegestanz. Okay. Machen wir das dritte, komm. Katze. Boah. Mach nochmal bitte. Boah, das zweite ist aber schwierig, genau dieses zweite Geräusch. Da lacht auch jemand noch im Hintergrund. Nee, ich sag Mensch, das ist irgendwie so ein, bestimmt so ein... Nee, ich sag Tier. Das ist so ein, weißt du, wenn die aus der Arzneipraxis rauskommen und die weiße Zähne gezogen haben, so ein Kind, was wieder vollkommen ausrastet. Ja, ja, guck, aber das bist du! Ich sag Mensch, jetzt aber Mensch, 100 pro Mensch. Das könnte ich sein, aber... Das ist Mensch. Ich sag Tier. Und was ist? Jenna Marbles! Was? Wer hat gewinnt? Ich hab gewinnt. Was ist das denn? Ja, das ist super. Was ist das denn für ein Video? Das ist super geil. Das sind meine Jenna Marbles Katzenvideos, die ich mir in einer Playlist angelegt habe. Die hat zwei Hunde. Ja, aber das, die, wenn die Katzen nachmacht. Das Fritze. Fritze, keine Reaktion, wie immer. Gut. Machen wir weiter. 2-2, ne? YouTuber. Ich sag auch. Das war irgend so eine Leidens-Challenge. Irgend so eine. Oh, diesmal stecken wir. Da kriegt jemand ein Kind, das ist so ein Entbindungsvideo oder so. Keine Ahnung. Hat Sascha und Paola schon ein Kind? Nein. Okay. Nein, das ist so eine Challenge. So, diesmal klemmen wir Pumpguns in den Krokodonk. Und dann wird man... Pumpguns in den Krokodonk. Pumpguns auch. Alles direkt. Pumpguns und Krokodonk. So die dümmsten Ideen für einen Krokodonk. Das Schlimmste ist, wir sagen das jetzt einfach so aus Spaß in der Folge und nächste Folge steht hier so ein vollgearbeiteter Krokodonk, der uns alles wegbringt. Nein, total lustig, wir in der Regie hatten eine neue Idee. Yay. Ja, nee. Aber gut, was ist es denn? Wir sagen beide, glaube ich, Mensch, ne? Ja. Es steht 2-2. Ein Was? Hund? Das ist doch nie im Leben ein Hund, Alter. Ich glaube, ich habe das Video schon mal gesehen, tatsächlich. Moment, wir wissen ja nicht, ob Fritze bellen kann. Vielleicht ist es doch einfach Fritze, wenn wir nicht hinhören. Es steht aber trotzdem noch 2-2, ne? Weil wir beide ja... Ja, 2-2, wir waren okay, beide Mensch gesagt. Dann, okay, jetzt muss ich mich fassen. Ich nicht, ich bin ein Naturtalent. Ist das alles aus einem Video? Das ist ein YouTuber, definitiv. Ich sag auch YouTuber. Rumschreien ist ein Stilmittel. Ich sag, also es ist irgendein Challenge-YouTuber oder irgendwie was in die Richtung Apo oder so, sage ich. Auf jeden Fall YouTuber. PewDiePie! Was? Aber können wir da nochmal reinhören? Der hat einmal gegrunzt einfach. Das hört sich einfach wie so ein Schwein an. Das ist rumgerutscht. Was ist? Gut, aber 3-3, komm. Ich weiß, was das ist. Du sagst, nicht abgucken. Du sagst, ja, wie kann ich denn da nicht drauf gucken? Du sagst Tier, ich sag Mensch. Das ist doch kein Geräusch, was ein Mensch machen kann. Jetzt hast du gerade gehört, was PewDiePie gemacht hat? Der war ein Schwein, Alter. Nein, das war eine Katze. Du kennst das vielleicht. Ja, die Leute stehen halt drum rum und dieses Vieh. Das ist schön, dann immer so eine sterbende Katze. Lieben das Internet, was ist es? Ah, stimmt, das ist dieses Mops-Video. Ach nee, dann führst du aber, ne? Ja. Shit, du brauchst nur noch einen jetzt, ne? 4-3.
Okay, 4-3, ich mach. Jetzt kommt mein. Jetzt kommt mein Leben. Boah, es ist kurz. Mach nochmal. Ja, das ist eine Lache, auf jeden Fall, YouTuber. Wer war das? Monte? Aber du hast ja dann trotzdem gewonnen. Was war's? Sarah und Gronk. Ernsthaft? Ja, ich habe gewonnen. Ich bin ein guter Verlierer und gönn dir den ersten Sieg. Danke. Was wir jetzt aber noch machen könnten und müssten mal, ist, wir haben voll was mitten in der Sendung vergessen, weil wir sind noch sehr unprofessionell, aber süß. Aber süß sind wir. Und deswegen haben wir auch, weil wir so süß sind, eine süße Kamera bekommen, eine kleine, mit der wir euch jetzt einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen zeigen, wer da denn so ist. Das ist nämlich unser Kameramann, da hinten ist unser Regiemann. Ja, sie macht uns schön, er macht uns Körper schön. Er macht uns Körper schön, sie macht uns Gesicht schön. Aber damit ihr auch mal Bescheid wisst, wer das alles ist und dann auch mal einen süßen anderen Kammerwinkel kennenlernt, weil wir können dann auch immer so machen, so... Cool Selfie-Cam. Yeah. Oder Fritze-Film. Oder Fritze-Film. Mit Nahaufnahmen. Darf komm, ich ein Felsi-Felsi? Ein Felsi. Ein Felsi. Auch zum so Ausleiten der Sendung. Jetzt hast du schon ein Spiel gewonnen und dann... Oh, man hat richtig schön ein Auge gesehen, weil es so nah dran ist. Wir sagen aber bis morgen, ne? Geht ja morgen schon wieder direkt weiter. Wir hoffen auf jeden Fall, euch hat es schon mal mega Spaß gemacht. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Kann man ja mal vergessen, 6.30 Uhr ist man ja ein bisschen groggy drauf noch, würde ich mal sagen. Mhm. Und dann sehen wir uns direkt morgen wieder bei einer brandneuen Folge mit einem brandneuen Abenteuer. Also nicht am 7., sondern am... Wow! 8. Bis dahin, haut rein und ciao. Ihr dachtet sicher schon, es wäre vorbei, ist es aber nicht, denn ihr müsst ja noch ganz fleißig abonnieren auf diesen wunderbaren Button, der jetzt irgendwo neben uns rumschwirrt. Und was noch? Außerdem könnt ihr den Trailer angucken. Wir haben nämlich schon einen Trailer gedreht mit Pietro, dem Hasen und Sturmwaffe. Und wenn ihr noch mehr von Funk sehen wollt, verlinken wir euch auch dahin, falls ihr interessiert seid. Es gibt noch viele, viele andere Sachen. Wir sind natürlich die Besten immer. Ganz klar, wir wollen uns jetzt nicht so ihr krass machen. Ihr könnt ja auch ein bisschen Zeit haben, da vorbeischauen. Deswegen, ja. Und jetzt klicken. Jetzt sitzt mal noch jeder mit dir klicken, weißt du? Ein bisschen, wie das halt in der Endcard ist. Müssen wir uns jetzt noch irgendwas ausdenken. Gute Laune, Kelly. Denk an den Hund. Klick, jetzt ist es vorbei. Klick, jetzt ist es vorbei.